Willkommen zurück im Glück. Wir spielen wieder Titan Quest. Ich bleibe jetzt bei diesem Aufnahmeprogramm. Ich glaube, das lief jetzt doch deutlich besser. Und wir sind hier in der Oberstadt der verlorenen Seelen und hören uns mal um. Diese Stadt war ein friedlicher Ort. Nicht übel, aber auch kein Paradies. Wir, die wir hier leben, wurden als unwürdig für Elysion befunden, aber auch nicht nach Tartaros geschickt. Und jetzt laufen diese Schatten mit Schwert und Schild hier umher, um die Schwachen zu beschützen, während andere versuchen, uns anzugreifen. Ich wünschte, sie würden alle weiterziehen und uns in Ruhe lassen. So eine alte Meckerziege. Zuerst die Gerüchte. Charon wird vermisst. Die Richter urteilen nicht. Dann, diese Dämonen sind auch nicht die alten Dämonen. Diese Wächter und Karawanen mit bewaffneten und unfreundlichen Dämonen, die nach... wohin fahren sie? Ich weiß es nicht. Hast du jetzt endlich... Mit den Dämonen möchte ich nichts zu tun haben. So viel kann ich dir sagen. Achso, das ist der Stauraum. Können wir endlich mal machen. Momentan... brauchen wir das nicht? Schattenlager für Sachen von der Oberwelt. So, das ist doppelt. Das ist doppelt. Jetzt sehe ich leider natürlich überhaupt nicht, was schon komplett ist. Auf jeden Fall nicht auf den ersten Blick. Vor dem Krieg der Olympier gegen die Titanen rang Zeus mit einem Titanen und warf im Zorn einen Blitz, sodass der Titan zu Asche wurde. Prometheus nutzte diese Asche, um die ersten Menschen zu erschaffen. Die übrige Asche gab er in eine heilige Urne, die nun hier in der Unterwelt aufbewahrt und von furchterregenden Wächtern behütet wird. Ich bin in den eleusischen Riten versiert und könnte die Asche präparieren, wenn ich sie hätte. Präpariert böte sie nämlich einen Teil der Kräfte des ursprünglichen Titanen. Mir fällt es jetzt auf, dass es ja hier so eine Seelen sind, die hier rauskommen. Wie lange ist es schon her, dass ich meine liebe Orpheus sah? Während ich auf ewig hierbleiben muss, wurde er aus dem Land der Toten verbannt. Und doch, wenn ich den Spiegel der Psyche hätte, wenn solch ein Ding wirklich existierte, dann könnte ich sein Antlitz erblicken. Man sagt, der Spiegel läge in der Höhle des Flüsterns. Wenn du ihn findest, würdest du ihn mir dann bringen? Okay. Du, Sterblicher. Psst, ja, Toter. Einige von uns sind vielleicht keine Helden. Aber es braucht mehr als einen Helden, um einen Krieg zu gewinnen. Wir verstecken uns und springen auf, wo sie uns am wenigsten erwarten. Und wenn sie sich wehren, verblassen wir einfach. Nicht weit von hier ist eine Karawane draußen auf den Salzseen. Sie bringt Vorräte für die Dämonenarmee. Wenn diese Karawane einen kleinen Unfall hätte... dann könnte sich die Lage an der Front für uns etwas entspannen. Wie sieht's also aus, Held? Meinst du, du bekommst ein wenig Sabotage hin? Immer doch. Ich habe versucht, zu den Feldern Elysions zu gehen, aber ich kann nicht. Kein Schatten kann weitergehen, denn das Gericht findet nicht statt und es gibt somit keine Belohnung. Das Tor zum Bösen ist verschlossen, aber der Preis ist der Weg des Lichts. Nur die drei Richter, die das Urteil verkünden, können die Felder Elysions öffnen. Und dann auch nur für jene, die es wert sind. Ich erinnere mich daran, wie der berühmte Odysseus, der Geliebte der Athene, zu uns kam. Das Blut pochte noch laut in ihm. Bist du einer wie er? Diesen Ort nennt man die Stadt der verlorenen Seelen. Alle Schatten kommen hier entlang, wenn sie zum Turm des Gerichts wollen. Dort werden sie beurteilt. Die Bösen werden nach Tartaros und die Guten nach Elysion geschickt. Alle anderen kommen hierher zurück. So war es einst. Ich denke, es sind wahrscheinlich drei Richter jemals für einen Ort.
Wir wollten den Lebenden sagen, was in der Unterwelt geschieht. Aber der erste Ort, den die Dämonen einnahmen, war das Nekromantheon. Das ist unser Orakel. Unser einziger Weg, mit unseren Nachfahren zu kommunizieren. Die Dämonen beschmutzen es jetzt. Die meisten von uns haben sie in Käfige gesteckt. Und jetzt hat das Land der Lebenden keine Ahnung vom bevorstehenden Schicksal. Oh, das noch. Hast du jetzt eigentlich was... Und jetzt ein Sterblicher? Ist das richtig? Erst diese Dämonen, seltsame Neuigkeiten und jetzt kommen auch noch Lebende durch unser Land. Genau. Er hat nix, schade. Da ist doch aber ein gelber Punkt. Theoretisch müsste ich doch mit dem reden können. Bist du am Turm gewesen? Ich würde mich von dort fernhalten. Nicht gut für uns dort. Aristonemus behauptet, dass er einst ein Bergarbeiter gewesen sei. Aber er hat nie in seinem Leben eine Spitzhacke geschwungen. Im Leben war er ein Juwelendieb. Und im Tod will er diese Berufung weiterführen. Weg! Geh weg! Du bist kein Dämon. Was bist du? Lass mich einfach in Ruhe. Die Dämonen werden mich noch finden. Hallo, Dämonen. Ist ja noch nicht down. Achso, das ist noch ein zweites, stärkeres Vieh. Sind aber recht schwach so im Verhältnis. Aber die sind auch immer nur einzeln, also naja. Gott, ist das hier alles verwinkelt. Ach, die waren nur betäubt eben. Cool. So, jetzt hier oben. Ich denke mal, das ist der offizielle Weg hier wieder. Tja, vielleicht auch nicht. Das dürfte der Turm sein, von dem wir uns eigentlich
fernhalten sollen. Da gibt es auf jeden Fall einen Brunnen. Das ist die Karawane. Die Karawane zieht weiter und der Sultan hat Durst. Oh. Ganz schön stark. What the fuck? Verdammt stark, alter Falter. Das war ja nicht so geil. Lasst mich in Ruhe. So, mal gucken, wie viele da jetzt noch übrig sind. Zwei sind auf jeden Fall tot. Ah, kommt keiner mehr angeschissen. Sehr gut. Ich frage mich, ob die da überhaupt drinnen waren. Also, ob die schon da jetzt gleich gespawnt sind oder ob die schon vorher da drinnen waren. Das weiß ich eben nicht. So, und jetzt will ich mal doch nochmal nach rechts gucken, bevor wir da den Turm erklimmen. Da gibt es aber scheinbar... Ah, okay. Da gibt es zwar einen Brunnen, aber da kommen wir scheinbar gar nicht hin. Und tschüss. Nein, das will ich nicht aufnehmen. Das will ich aufnehmen. Okay. Also der Turm, den wir dann in der nächsten Folge besteigen. Spitze bedanke mich. Bis dann.